120 Unternehmen, mehr als 16.000 Beschäftigte. Längst ist das Gewerbegebiet am Erfurter Kreuz das größte in Thüringen, mit Abstand. Nur eines hat es nicht: eine vollwertige Anbindung an den Schienengüterverkehr. Das wollen Land, Stadt und Bahn jetzt ändern. Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag wollen sie in ein neues Güterterminal investieren und dafür einen fast vergessenen Güterbahnhof aus seinem Dornröschenschlaf wecken. Dass hier ein Vorzeigeprojekt der Bahn entstehen soll, das mag man sich beim Anblick des halb verfallenen Güterbahnhofs in Arnstadt derzeit kaum vorstellen. Doch wo heute noch Unkraut wuchert, will die Bahntochter DB Cargo in Zukunft bis zu 4 Züge täglich mit Containern be- und entladen in einem Rail Logistics Center, wie das dann im Bahn-Neusprech heißt. Für uns ist Arnstadt, Rail Logistics Center Arnstadt, der Steigbügel eigentlich für ein ganzes Deutschland und Europa umfassendes Batterienetzwerk. Denn natürlich hat das Engagement der Bahn mit CATL zu tun, dem chinesischen Batterieriesen, der im Gewerbegebiet am Erfurter Kreuz eine der größten europäischen Fabriken für E-Auto-Batterien hochzieht. Er hat das Güterterminal quasi gefordert. Nun gibt es zwar bereits seit vielen Jahren eine Schienenanbindung direkt ins Gewerbegebiet, aber eben keinen Umschlagplatz. Und der ist, wie Planungsstudien ergaben, unmittelbar dort auch nicht so einfach herzustellen. Das Gleis ist da, das stimmt. Aber es wäre halt eine Erweiterung, die wir da machen müssten, heute so nicht mehr genehmigungsfähig. Oder aber wir müssen einen so immensen Aufwand betreiben, dass wir sagen, wir nutzen lieber bestehende Anlagen, die wir ja haben in Arnstadt. Eben jenen halb verfallenen Güterbahnhof am Rehestädter Weg. Der hat allerdings ein Problem: die unmittelbare Nähe zu einem Wohngebiet. Klar, dass die Anwohner wenig erfreut sind von der Aussicht, demnächst ein mittelgroßes Güterterminal vor der Nase zu haben. Es wird Lärmbeeinträchtigungen geben, ganz klar. Es wird ein erhöhtes Verkehrsaufkommen geben. Das ist mir sehr bewusst. Aber andererseits gibt es entsprechende Ausgleichsmaßnahmen. Deswegen haben wir das jetzt auch schon im Blick und werden das auch so kompensieren, denke ich, dass es so gut wie möglich stadtverträglich dies umgesetzt wird. Auch das gehört zur Rahmenvereinbarung, die Stadt, Bahn und Land heute unterzeichnet haben. Für alle Arnstädter soll es am Samstag von 12 bis 16 Uhr eine Infoveranstaltung direkt am Güterbahnhof geben.